Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wirtschaftlich geht es uns in Deutschland so gut wie nie zuvor. Das sagte schon am Dienstag unser Bundesfinanzminister, und das wiederholen wir immer sehr gerne. Die gute haushaltstechnische Gesamtsituation kam nicht einfach so. Hier spielen zum einen die guten Steuereinnahmen eine wichtige Rolle. Deshalb denke ich, ist es heute in der Schlussrunde auch einmal Zeit, dass wir uns bei denjenigen bedanken, die diese gute Steuereinnahmen erst ermöglicht haben, bei unseren innovativen Unternehmen, vielen herzlichen Dank, aber auch bei den vielen fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die diese Steuereinnahmen erwirtschaften, erarbeiten. Ein herzliches Dankeschön aus diesem Hohen Haus an diese Menschen. Aber zum anderen ist es natürlich auch ein Ergebnis einer vernünftigen, soliden und nachhaltigen Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf und dem Finanzplan bis 2020 wird dieser nachhaltige Kurs weiter fortgesetzt. Nur mit einem stabilen Haushalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es möglich, die vor uns liegenden Aufgaben zu meistern. Wir haben zum dritten Mal in Folge im Plan einen Bundeshaushalt ohne Schulden, und schon 2014 im Ist machten wir keine Schulden. Denn alles, was wir heute nicht an Schulden aufnehmen, muss später von unseren folgenden Generationen auch nicht zurückgezahlt werden. Lassen Sie mich über ein paar Schwerpunkte reden. Und meine Damen und Herren, es bleibt dabei, es wird keinen Sparkurs in der inneren Sicherheit geben und es wird keinen Sparkurs in der äußeren Sicherheit geben. Aus dem Finanzbericht der Bundesregierung geht hervor, dass wir für den Bereich innere Sicherheit Ausgaben bis 2020 von insgesamt 17,5 Milliarden machen werden. Und für das Jahr 2017 schon ist eine Aufstockung von rund 213 Millionen Euro für Behörden wie etwa das BKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vorgesehen. Zudem erhält das BMI ohne das Bundesamt für Verfassungsschutz insgesamt 1.923 neue Stellen, mit denen insbesondere die Bereiche Cybersicherheit, Sicherheit der Informationstechnik, politisch motivierte Kriminalität, Schutz der Bahn und des zivilen Luftverkehrs an Flughäfen und Personenschutz gestärkt werden sollen. Und zusätzlich noch mal 3.000 neue Stellen für die Bundespolizei. Ich denke, in der jetzigen Zeit notwendig. Aber nicht nur in der Innensicherheit, sondern auch in der äußeren Sicherheit investieren wir. Es mag kritisiert werden, wenn man den Verteidigungsetat anpasst und erhöht. Ich sehe es als absolut notwendig. Es ist keine Klientelpolitik. Dies ist notwendig, verbunden mit dem Ziel, unsere Streitkräfte entsprechend mit der erforderlichen Ausrüstung und hochqualifizierten Personal auszustatten. Und wenn heute viel über die Investitionsausgaben gesprochen worden ist, dann finde ich es gut, wenn wir in diesem Bundeshaushalt mit ca. 10% eine ordentliche Investitionsquote haben. Und wenn wir viel über Verkehrsinvestitionen sprechen, auch hier in diesem Bereich wissen wir, wir gehen jedes Jahr ständig nach oben in den Verkehrsinvestitionen und wir haben in Zukunft ein Problem. Die Frage, können wir das Geld ausgeben, das wir zur Verfügung stellen, haben wir am Ende der Tage auch die genehmigten Planungen dafür. Das ist unser Problem, das uns beschäftigt. Nicht mehr das Geld, das wir zur Verfügung stellen, sondern die Komplexität der Planungen, die wir selbst mit eigenen Gesetzen auch mit verursacht haben. Da müssen wir weiter daran arbeiten. Ich bin froh, dass wir hier in die Zukunft investieren, Investitionen für die Zukunft in die Breitbandinfrastruktur mit 1,7 Milliarden in das EU-Vorhaben Mikroelektronik. Das sind Investitionen in die Zukunft, absolut notwendig, die wir brauchen. Die Investitionen im Wohnungsbau mit 1 Milliarde plus 500 Millionen wurden heute angesprochen, finde ich gut. Und auch für den Landwirtschaftsbereich werden wir und wird fortgeschrieben, der Bundeszuschuss für die landwirtschaftliche Unfallversicherung in Höhe von 178 Millionen Euro. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Regierungsentwurf
setzt dank einer guten Einnahmesituation und niedriger Zinsausgaben, muss man der Ehrlichkeit halber auch so sagen, auf eine ausgewogene Ausgabenpolitik. Ohne die Vorgaben des Koalitionsvertrages zu brechen, ohne Steuererhöhung und ganz klar keine neuen Schulden. Und wir werden das auch fortsetzen können. Dabei wird sowohl werden viele Investitionen im Wohnungsbau, Verkehr, digitales Bildung und so weiter erledigt. Aber vor allem, es freut mich als ehemaliger Bürgermeister, dass in dieser Legislaturperiode die Länder und vor allem die Kommunen so kräftig. Haibach im Bayerischen Wald. Ich sage natürlich, Frau Haushaltsausschussvorsitzende, sehr, sehr gerne. Und auch bei uns ist die Welt noch in Ordnung, muss man auch so sagen. Aber auch in diesen Bereichen gibt es große Herausforderungen. Und ich sage Ihnen, doch, die Welt ist in Ordnung. Und ich sage Ihnen eins, jede Kommune, auch die kleinste Kommune, spürt die Entlastungen, die wir in dieser Wahlperiode beschlossen haben. Jede einzelne Kommune spürt diese guten Steuereinnahmen, die Einkommensteuerbeteiligung, die sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Deshalb freue ich mich. Deshalb freue ich mich, dass diese Bundesregierung die Länder und Kommunen unterstützt, wie noch keine andere Bundesregierung es so getan hat. Jede Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat ihre besonderen Herausforderungen. Wir wissen, die Thematik Flüchtlinge und Asyl ist eine große Herausforderung. Und wir stemmen diese Thematik im finanztechnischen Bereich auch ohne neue Schulden. Auch das ist meines Erachtens wichtig und ohne in anderen Bereichen kürzen zu müssen. Wir investieren in unser Land, in unsere Menschen und gehen gleichzeitig verantwortungsvoll mit unseren Steuermitteln um. Und, liebe Damen und Herren, wenn man jetzt die Aussagen, liebe Ekin, gehört hat, bitte keine Ängste schüren. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die gut ist. Und wenn man von Armut redet, lieber Sven-Christian Kindler, ich schätze dich ja sehr, wenn man über Armut redet, du bist viele Jahre jünger wie ich, dann denke ich an meine Jugendzeit. Da gab es Armut und Kinderarmut. Da gab es andere Situationen wie jetzt. Ich bedanke mich bei allen Parlamentariern in dieser langen Zeit bis heute, die viel gemacht haben, damit es in dieser Armut weniger wird. Und bitte, wir machen jetzt so viel wie für die Familien und für die Kinder wie noch nie. Und ich stelle die Frage in den Raum, in welchem Land in Europa geht es den Menschen besser als in Deutschland? Da müssen wir reden drüber. Wir werden auch noch drüber reden, das wollte ich noch, aber meine Redezeit geht zu Ende, Frau Präsidentin. Wir müssen und werden über Steuerentlastungen in verschiedenen Formen reden, sei es der Solidaritätszuschlag oder sei es der Mittelstandsbauch. Aber da gibt es noch Zeit dazu. Wir sind jetzt in den Haushaltsberatungen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank, Alois Rainer. Nächster Redner in der Debatte, Thomas Jurk für die SPD-Fraktion.